Ich habe eben gerade noch zwischen der letzten und dieser Folge eine neue Mod installiert. Und zwar nennt sich die Moody, wie ihr da oben sehen könnt. Und wenn man da jetzt draufklickt, haben wir eine richtig schöne Übersicht, wie die Leute gerade drauf sind. Also extrem praktisch. Man kann sich hier auch die Temperaturen anzeigen lassen und deren Kampfskills. Also eine sehr schicke Modifikation. Wobei wir sie vermutlich jetzt gerade nicht so sehr brauchen, weil Freeman ist immer schlecht drauf, solange er noch auf Entzug ist. Ich überlege gerade, ob ich es durchgehend offen lasse oder nicht. Wenn es ein Ticken kleiner wäre, würde es gehen. Mal da so in der Ecke und dann nur die Sache anzeigen. Quetsch. Kann man vielleicht noch opak machen? Ha. Na gut, ich stecke dich so erstmal jetzt in die Ecke. Und wenn du da irgendwas außer der dritten Anzeige roter wird, dann muss ich halt darauf achten. So, Toxic Fallout kann weg. Rest ist am Ausruhen. Wir haben es ja auch 1 Uhr nachts, das ist verständlich. Wie geht's dir so? Du bist hier nicht mit drin, ne? Das sind nur 6 Leute für die 6 Mann, die ich auch habe. Okay, also die Gefangenen zählen ja nicht mit rein. Awful Prison Cell. My friend Mars died. Nur 2 Punkte. Such a wonderful person. The universe gets darker every day. So eine wonderful person kann das nicht gewesen sein, wenn du nur 2 Punkte Abzug deswegen hast. Das signalisieren wir mal getrost. Wie geht's deiner Gesundheit? Kein Toxic Build-up bisher. Kann alles so weiterlaufen. Hier ein Dach ranbauen lohnt nicht wirklich. Was war das? Irgend so ein Geräusch? Das sieht an wie ein Roboter. Warum ist da eine Ratte und Wildschwein? Kommen die ganzen Tiere her? Die werden sich self-tamed, ne? Ja. Mach das bitte. Ja, ich hatte kurz überlegt, hier ein Dach hinzubauen. Dann habe ich mich dagegen entschieden, weil ich das hier eh alles umbauen möchte mit der Zeit. Aber so viel muss hier gar nicht umgebaut werden. Wenn ich eine größere Küche brauche, also noch eine zweite Küche und eine zweite Schlachtbank, dann erweitere ich das einfach hier nach Süden ein Stückchen. Wenn ich mehr Platz brauche für Essen, erweitere ich nach Westen. Und wenn ich einen größeren Speisesaal brauche, was eigentlich jetzt schon der Fall ist, erweitere ich einfach einen Ticken nach Süden. Also, ich glaube, das bleibt genauso bestehen, wie es ist. Das heißt, ich mache jetzt hier das da runter. Und reißt die Sache hier dann ab. Deconstruct. Und meine das da weg. Und dann wird einfach hier draußen ein richtig schön großer Essenssaal. Dass die Leute auch immer einen Boost bekommen. Wenn sie da Frühstück, Mittagessen oder whatever. Hunter has Shield und blubdiwupp. Ja, warte. Personal Shield runter. Wobei, warst du überhaupt ein Schütze? Ja, du warst ein Schütze. Das einsammeln. So, Klamotten und andere Sachen. Du bekommst erstmal hier noch deine Freizeit. Dann Freeman, Benjamin und Tony sind alles 3 Leute, die wir verlieren können. Also Growing 16 wäre zwar schade drum, aber es ist trotzdem okay. Grow Cook, Sokrates und Concraft sind unerlässlich. Das heißt, die 3 bekommen jetzt das Soldaten-Outfit und die anderen 3 bekommen das Worker-Outfit. Also, Worker, Clear Forest, Worker. Und wir brauchen hier noch Soldier. Was trägst du? Du trägst Kevlarhelm. Nein, kein Tuck-Ding. So, Armor Vest, das ist okay. Pants Park ist okay. Kein Power Shield, Power Armor. Ja, das ist okay so. Qualität mindestens. Ah, ne, Quatsch. Hitpoints mindestens 51%. Sicher? Nee. Bei den Rüstungen einfach nur mehr als 20%. Denn meckern die Soldaten halt ein bisschen, dass der Helm alle 5 Minuten verrutscht. Aber wenn eine Kugel angeflogen kommt, dann werden sie schon glücklich darüber sein, das Ding zu tragen. Also das wird gespeichert. Wird auch gespeichert, ne? Ja.
Worker-Outfit. Das Worker-Outfit, das kann auf 51% hoch. Und ein Tuck solltest du auch nicht tragen, obwohl wir gar keins davon haben, weil es ist für den Winter geeignet und wir haben es hier doch ein wenig warm. Clear Forest, Clear Forest. Soldier, Soldier, Soldier. No Drugs. Okay, das wäre auch eingestellt. Dann müsste... Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ich unbedingt den ganzen Schutt entfernen muss. Na? So, der kann hier nicht entfernen, weil er auf dem Dings liegt. Aber ja, der eine Block ist im Weg, das ist richtig. Darum kümmere ich mich dann. Und hier könnte der noch im Weg sein. Aber sonst, ne, ist das nicht so viel. Wie schaut es bei euch jetzt gesundheitsmäßig aus? Initial, initial. Bei ihm ist es schon weg, weil er so lange da arbeitet. Haben wir noch jemanden außerhalb? Hier, Tony. Tony ist high. Hui! Mais abbauen. Oh, ziemlich produktiv dafür, dass er es eingeworfen hat. Genau, alles ist sauber gemacht. Kongcraft hat failed. Komisch. So. Ich wurde jetzt noch mehrfach darauf aufmerksam gemacht, dass wir doch eher mit diesen Ventilationsgittern arbeiten sollten. Das würde dann folgendermaßen funktionieren, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich setze einfach so ein Vent dazwischen. Und dadurch teilen sie sich quasi die Luft. Dann brauchen wir nur einen, wenn überhaupt, für zwei Räume. Also ich könnte überall mal so, so, so und so machen und dann jeweils einen von den Generatoren immer rausnehmen. Aber das mache ich erst, wenn die Vents da stehen. Weil die Vents brauchen keine Bauteile. Und Bauteile sind der Knackpunkt bei der ganzen Sache. Alle fleißig am Helfen, das ist super. Die Fackeln werden aufgebaut. Sind die vielleicht hässlich? Ja, die zählen gar nicht. Ja. Achso, und da wir gerade so schön produktiv sind, was das Bauen angeht, kann ich denn morgen, für heute ist es zu spät, aber ich kann morgen dann anfangen, das Holz durch Stein zu ersetzen. Ding, 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 ding. Ja, hier ist auch nichts im Weg. Oh, stimmt, die beiden sind auch noch im Weg. Zack, weg damit. Okay, dich mal bitte wegmodifizieren. Ja, ja. Das ist weg. Ich wollte mir die ganzen Ressourcen hier angucken. Wir haben kein Fleisch. Wir müssen also jagen gehen. Aber die ganzen Tiere sterben. Haben wir vielleicht irgendwo tote Tiere, die man aufheben kann? Nicht danach aus, oder? Nö. Ist das normale Essen noch aktiv? Ja, aber wir sind über 20. Okay, dann lasse ich das auch so. Wo kommt das ganze Geräusch gerade her? Ah, da, der Feuerschutz. Oh, du bist aber mega fleißig. Und trotzdem nur initial. Das sollte sich eigentlich alles gleich legen, wenn die pennen gehen, oder? Ich meine, wir haben es jetzt schon 8. Wir bleiben höchstens noch so 2 Stunden wach. Also es kann sein, dass sie bei diesem Toxic Fallout hier das Ganze ein bisschen runter eskaliert haben. So, jetzt kann... Hey, welchen mache ich weg? Ich mache den linken weg und den linken weg. Und hier den rechten weg und den rechten weg. Dann würde das passen. Woran arbeitest du? Oder die schlafen? Ich hoffe, dann fühlt sich jetzt kein anderer dazu veranlasst, das wegzureißen. Aber die gehen alle einigermaßen zeitig pennen. Ja, super. Benjamin, was machst du da ganz hinten?
Oh, ich habe vergessen, es bei dir einzustellen, ha? Huh? Nee, habe ich nicht. Wie bist du da rausgekommen, du Pirat, du? Ja, komisch. Das darfst du eigentlich nicht. Also kann das wirklich mit den Piraten zu tun haben? Also weil er in seiner Geschichte das Piratending drin hat, dass er dann ab und an sich über solche Regeln hinwegsetzt? Keine Ahnung. Okay, das muss hier unbedingt raus. Das muss raus. Der gesamte Boden hier muss auch noch anders gemacht werden. Floor sterile. So. Dann müsste der Boden hier auch einmal komplett umgebaut werden. Aber ich weiß nicht, ob das so schnell klappt. Ja, können wir trotzdem mal anfangen. Was, Freeman, du meditierst. Wie geht's denn dir so? Oh, ist okay. Und die Übersicht ist super. Ist quasi wie ein Dwarf Therapist, nur nicht ganz so weit entwickelt. Ist jetzt für meine 6 Mann nicht so wirklich wild. Aber, da ich jetzt ja weniger aussortiere, also ein bisschen weniger aussortiere, wird es bestimmt recht schnell unübersichtlich mit der Anzeige da oben. Und da hilft sowas natürlich dann ungemein. Ihr seid am Spielen. Wie geht's euch gesundheitlich? Initial, gar nichts. Initial. Tony sieht irgendwie aus wie so ein Resident Evil Mensch. Hey Tony. Auch nur Initial. Gut. Wird also weiterhin ignoriert, der Toxic Fallout. Das könnte jetzt stören. Nee. Jetzt ist er wach. Failed. Ja, das ist nicht schlimm. Mach du da mal schön weiter. Irgendwie kommt mir die Geschwindigkeit jetzt auch schneller vor. Also es ist nicht auf höchster Geschwindigkeit, aber es kommt mir fast so vor wie höchste Geschwindigkeit. Ich glaube, das ist noch so ein Nebeneffekt davon, wenn man das dann regelmäßig auf der Geschwindigkeit hat. Man gewöhnt sich einfach irgendwann dran. Was ja okay ist. Weil so ist es mir jetzt nicht zu langsam und ich verpasse noch weniger Sachen. Also Win-Win-Situation. Warum... Akkus? Warum verbrauchen wir gerade so viel Strom? Das sind die Klimaanlagen, ne? Minor Break Risk. Oh, Benjamin ist okay. Bevor du da weitermachst, reiß bitte lieber die Stromverbraucher ab. Und bau bitte eine neue Wand dafür dahin. Ruhig auch schon aus. Uran! Nein, Marble Block. Rest wird einfach weggesammelt. Wir haben. Oh, wir haben einen, der idle ist. Grokuk, du willst nichts machen. Dann. Warum minerst du denn nicht? Weil du nicht minern kannst, weil es ja erst abgerissen werden muss. Grokuk. Construct. Das da. Danke. Oh, Rekrutierungschance. Na, bei euch, wo sind wir? Pain. 1,3%, das kann ich eigentlich lassen, oder? Ich meine, der isst unser gutes Essen. Rekrutierungschance ist relativ gering. Wie toll warst du? Es wäre ein Researcher. Wir haben keinen Researcher. Also Sokrates. Oh doch. Ich habe nichts gesagt. Kann ich auch nicht schießen. Es wäre einfach nur ein weiterer Schütze. Aber es bieten sich nicht so viele Gelegenheiten für neutral bis gute Charaktere an. Also warte ich das ab, dass irgendwann bei 1-2% das klappt. Und mit neutral und gut meine ich natürlich, dass sie von den Sätzen neutral und gut sind, nicht deren Gesinnung. Das
Oh, das schaut nicht so gut aus. Warum ist Benjamin grumpig? Rotting corpse, disturbed sleep, ugly environment, sick, hot. Worn out apparel. Awful bedroom. Ooh. Wo sind die Leichen? Wie kommst du mit den Leichen? Das Ding hier zählt nicht als Leiche, das ist ein Skelett. Das sollte nicht zählen. Nur wenn die verwesen, zählt das, glaube ich. Wo war unser Leichenhaufen da hinten? Können wir dich weghaulern? Cannot bury, cannot howl. No empty place configured to store it. Das heißt, ich müsste die Restriction aufheben. Mach ich mal, weil das ja mit dem Fallout nicht ganz so schlimm zu sein scheint. Jetzt werden die Leichen hoffentlich auch weggehauen. Problem ist dann nur, dass auch der Loot geholt wird. Wo kommst du schon wieder hin? Ich hab das doch verboten. Was machen die da im Westen immer wieder? Hm. Machen da ganz komische Dinge. Ich weiß auch nicht. Great. It looks like they want to use sappers to tunnel around your defenses. Was haben wir denn da? Wir haben Molotov-Granaten, können ignoriert werden. Knüppel können ignoriert werden. Assault Rifle kann nicht ignoriert werden. Machine Pistol, kann auch nicht ignoriert werden. Und ein Schiff. Das sollte kein Problem sein. Und die wollen sich durchtunneln? Das macht irgendwie keinen Sinn. Greift ihr denn vorher an? Use on wooden door. Gut, dann kommen jetzt meine... Was ist deine Waffe, Freeman? Du bist einer unserer Kämpfer. Schrotflinte. Ich nehme jetzt doch mal alle mit. Weil wir sonst einfach zu wenig Leute haben, die schnell genug auf lange Distanz schießen können. So. Ich muss nur jetzt sehr vorsichtig sein wegen den Molotov-Cocktails. Du brauchst noch eine Waffe. Selber Granaten nutzen. Nee, das sieht doch gut aus. Du bräuchtest eigentlich auch noch was Besseres. Nee, dich lasse ich dir mal zurück. Ja, wobei eine Pistole mehr. Okay. Du dahin. Ja, alle sind jetzt moody. Das ist verständlich. Kongcraft? Wo bist du denn? Was hast du hier oben getan? Sehr kurios. Freeman? Genau, hol deine Waffe. Major Break Risk, da kommen die.